Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cities XXL, Part 50. Das ist quasi ein halbes Hundertstel. Ein halbes Hundertstel natürlich nicht, ein halber Hunderter. Wie auch immer, es ist erstaunlich viel, so viel hatte ich nie geplant. Naja, egal, unsere Stadt läuft ziemlich schön, wie ich finde, und es lohnt sich nach wie vor noch. Das Spiel hat ja nach wie vor als große Stärke, dass es einfach toll aussieht, finde ich zumindestens. Wir haben hier gerade einen Hubschrauberlandeplatz auf der Seite uns angeguckt. Schon allein das finde ich auch gut gemacht, schön detailliert. Dann haben wir hier die Den Haag-Bibliothek, die, glaube ich, das größte Gebäude ist, das ich überhaupt habe. Wir haben hier schöne Spitzenkräftebauten. Darauf habe ich gebaut, als ich gesagt habe, ich möchte definitiv noch die großen Gebäude der Spitzenkräfte sehen. Und wir haben einfach tolle Skylines, das muss man einfach so sagen. Also, wie gesagt, da kann man viel über dieses Spiel meckern und auch viel sagen, hier und da und hast du nicht gesehen. Aber Bilder gibt es wirklich tolle hier und grafisch macht es auch was her. Ja, mittlerweile ist ja unsere Brücke durchaus ein zentraler Punkt der Stadt. Das war ja eine ganze Zeit lang so ein Außenseitergebäude. Oder Bauwerk, meine ich natürlich. Das hat sich mittlerweile erledigt. Wir gucken jetzt mal hier rein. Und wie ich sehe, die qualifizierten Kräfte haben sich auch gerade erledigt. Der Kraftstoff auch bald. Und das sind dann so alles Token, die ich demnächst wieder verkaufen kann, um stattdessen Produktionsgewerbe und Abfall zu kaufen. Freue ich mich drüber. Mit ein bisschen Glück wird es jetzt fertig in dieser Runde. Ja. Ich weiß nämlich auch gerade nicht so genau, wie ich weitermachen will. Hier ist nämlich eine Autobahn. Das stört mich schon die ganze Zeit. Diese Autobahn ist eine totale Behinderung an dieser Stelle. Aber naja, gut, das war ja abzusehen, weil man kann sie halt nicht ohne weiteres überqueren und dieses Brückenbau-Tool ist echt nicht dein Freund als Spieler. Ja, ich denke mal, ich werde hier parallelisiert bauen. Aha, man darf offensichtlich nicht in den Schatten der Brücke bauen. So. Das Spiel neigt auch jetzt gerade zu Grafikfehlern, wenn man hier guckt. Ja, genau, jetzt hat sich das gerade berichtigt wenigstens. Hier ist immer noch ein Gebäude, das genau in die Brücke reingewachsen ist. Joa. Ah, schön, das geht. Baust du dann bitte auch mal? Ah, jetzt. Hier habe ich scheinbar eine andere Straße verwendet, aber das macht nichts. Wir gehen ja raus aus dem Stadtkern oder Dorfkern oder was auch immer. Denkt euch was aus. Was haben wir denn hier? Eine freie Fläche? Nee, doch nicht. Medizinische Versorgung ist nicht zufriedenstellend. Hier ist ja nichts zufriedenstellend. Na gut, dann machen wir mal Folgendes. Jetzt, wo ich mal gerade eine Phase von Plus habe. 20.000 nicht. 8.000 Polizei-Heliport. Effizienz sehr hoch. Effizienz sehr hoch. Nebeneffekt Luftunreinheit. Nee, das muss nicht sein. Nicht da, wo unser neues Gebiet ist mit Tourismus. So, was haben wir hier? Brandschutz für ein ganzes Stadtviertel. Das sollte auch die da wieder ein bisschen beruhigen. Mit etwas Glück können wir das hier jetzt zu Ende bauen. Oh, man kann so unglücklich scrollen, dass da kein Wasser drin ist, warum auch immer. Wir haben hier natürlich eine Marktfläche. Ja, genau, das sieht dann auch schicker aus, wenn es sich da so bildet, genau. Wir haben hier eine luxuriöse Plaza.
Und hier sowieso auch. Hier auch. Hier können wir neben die Bibliothek wieder eine Marktfläche machen. Hier haben wir den modernen Platz. Jo. So sieht's gut aus. Gefällt mir schon wieder. Ja, wie geht's weiter? Frage ich mich selbst sogar. Erstmal brauche ich ein paar Straßen. Dann habe ich mir so gedacht, probiere ich mal das hier. Ich finde, dieses Tool bewegt sich nicht so schön wie in beispielsweise City Skylines. Schaut auch ruhig da mal rein in meine Playlist und macht euch so ein eigenes Bild davon, wie das verglichen aussieht zu Cities XXL. City Skylines hat definitiv auch so seine Höhen und auch Tiefen, das will ich gar nicht verleugnen. Gerade im Optischen ist es nicht ganz so wie Cities XXL. Ja. Aber das ist so was, da muss ich, glaube ich, jeder seine eigene Meinung draus machen. Ich mag beide Spiele, deswegen mache ich auch beide als Let's Play letztendlich. So. Dann gibt es hier mal eine gerade Straße nach da oben. Die wird bestimmt ab jetzt völlig überflutet, immer, nicht überflutet, überfüllt sein. So. Mal gucken, was wir daraus machen. Weil ich möchte noch einen schelmischen Blick hier hinwerfen. Genau das habe ich gehofft. Und das heißt für uns, nee, Omnicorp. Ich brauche mehr hiervon. Und auch mehr hiervon. Das Spiel reagiert nicht so schnell, wie ich das gerne hätte. Und stattdessen verkaufe ich wieder mehr hiervon. Brauche ich ja jetzt nicht mehr. Und sowieso mehr hiervon. Achso. Und die hier kann ich auch verkaufen. Die auch. So. Und dann kann ich auch naja gut, muss ich jetzt nicht machen. Jetzt will ich mal kurz gucken, ob das was gebracht hat. Ja, doch, hat's. Obwohl ich mir von dem Abfall etwas mehr erhofft habe. Aber na gut, Tokens zuweisen. Wahrscheinlich hat die Stadt selbst ein Abfallproblem in der Hinsicht. So. Wir machen mal hohe Dichte normale Mitarbeiter. Oder vielleicht auch nicht. Doch hier. Mittlerweile, seht ihr das, bilden sich hier auch Konturen von den Objekten, während ich sie bewege. Auch ein interessanter Effekt. Ist das im Video auch so? Ja, das ist im Video auch so. Ist das das große Gebäude? Ach, das wollte ich gar nicht bauen. Na gut, egal. Ich wollte eigentlich hier mit den mitteldichten Gebäuden ran. War so eine Eingebung. Hatte jetzt keinen tieferen Sinn, glaube ich. Zumal ich glaube, dass die hier alle eh irgendwie gleich meckern werden, dass sie völlig unglücklich sind. Aber ihr bekommt immerhin einen Park nach hinten zur Autobahn. So. Mir soll niemand vorwerfen, dass ich nicht an meine Burger glaube. Und denke, meine ich natürlich. So. Ja,
Genau. Hier ist wieder dieses viereckige Gebiet der Einfahrt. Wir haben 2,6 Millionen jetzt. Ich könnte hier einfach weiter Wohngebiete spammen. Und schon würde ich wahrscheinlich relativ schnell 3 Millionen haben. Ich baue zumindest jetzt diese Wohngebiete nochmal weiter. Ach, war ja so klar. So, da ist die Brücke. Okay. Und da hinten ist jetzt auch die Straße schon wieder. Brücke, Brücke, Brücke. Hä? Okay. Ich hätte gedacht, das lässt er mich da nicht bauen. Na gut. Zack. Ja. Was haben wir denn hier für ein Problem? Niemand hätte für möglich gehalten, dass eine einzige Maus... So. Was ich gerne noch gebaut hätte... Nee, wo waren das? Dann war es vielleicht hier Freizeit. Nee, auch nicht. Kulturelle Einrichtungen? Ah. Das ist, glaube ich, das hier. Ich meine, wir haben ja hier hinten schon den einen Turm. Warum nicht noch woanders in den zweiten? Hier in das schöne Gebiet zum Beispiel. Der Place to be und so. Ach, weißt du was? Ja, klar. Machen wir so. Hat bestimmt irgendeinen positiven Effekt. Wir gucken mal kurz hier rein. Arbeitslosigkeit bei denen 1%. Und bei denen 2%. Das heißt, ich könnte noch ein bisschen Hightech-Industrie irgendwo hin positionieren. Zufriedenheit. Tourismus gibt gegenwärtig keinen Abschlag. Dann haben wir verschiedene besondere Boni. Ja, und ansonsten sind sie mit den Arbeitsplätzen halt nicht zufrieden. So, dann haben wir hier Preis, Leistung und so weiter und so fort. Wasser dürfte relativ schlecht. Nee, doch nicht. Nö, scheint alles in Ordnung zu sein. Stellenangebote sind auch zufriedenstellend. Ich bin echt zufrieden damit, wie gut das eigentlich läuft. Für die Größe? Doch. Wir gucken wieder mal hier hin. Abfallwirtschaft ist bald vorbei. Aber ich könnte noch mal ein paar Monate lang noch mehr Produktionsgewerbe kaufen, was mich dann aber zum Minus bringt. Ist mir jetzt aber wurscht. Produktionsgewerbe werden jetzt einfach mal durchgedrückt. So. Zack. Ihr dürft auch nicht vergessen, wenn das gebaut ist, dann sind alle Tokens plötzlich wieder frei und ich kann Millionen einnehmen pro, hast du nicht gesehen? Nein, natürlich nicht, aber es geht dann schneller voran. Definitiv, da bin ich ganz sicher. Deswegen habe ich jetzt auch kein Problem damit, weitere Parks zu bauen und ins Minus zu gehen. Nämlich hier und hier. Und hier. Und hier.
Das waren 20.000 Kosten pro Zeiteinheit. Und das ist mir nicht wichtig. Naja, er schwankt sowieso. Er kann sich jetzt nicht entscheiden, ob ich jetzt nun Schulden mache oder nicht. Doch, jetzt. Gerade sagen, das dauert jetzt ganz schön lange. Aber jetzt hat er sich doch entschieden. Huch. Das Gebäude wurde mir direkt unterm Klick weggerissen. Oder die Fläche, besser gesagt. So. Aber ich hätte gedacht, das läuft jetzt schlechter, weil, naja, da sind ziemlich viele arbeitslos von den Stufe 4 Leuten. Zack. Wenn ihr mal guckt, die Führungskräfte, die schießen auch so aus dem Boden. Finde ich super. Denn die brauchen wir auch wieder mal. Sonst heißt es wieder mal, wir haben keine Führungskräfte, wir machen jetzt alle pleite. So. Und weiter. Weitere Führungskräfte. Zumindest hier in diesem Teil des Rings noch. Und im nächsten Ring kommen dann die Stufe 2 Leute. Jetzt brauche ich noch mal kurz ein paar Supermärkte. Gut. Führungskräfte, wo seid ihr da? Was hier natürlich jetzt völlig fehlt, ist eine öffentliche Verkehrsanbindung. Könnte man auch noch machen in der nächsten Folge. Jetzt gerade habe ich darauf keine Lust. Ist aber eigentlich nötig. Also so oder so wird es geschehen, da bin ich ganz sicher. Und will ich auch keinen Hehl draus machen. Aber eben nicht jetzt. So. Kommen hier nochmal Parks rein. Hier auch. Hier auch. Kommt hier Marktfläche rein. Hier ein luxuriöser Platz. Hier ein moderner Platz. Und schon sieht es wieder ganz gut aus, wie ich finde. 2,7 Millionen Leute. Und einiges an Arbeitslosigkeit. Wer sagt's denn? Lebensumfeld, wie sieht's aus? Grün. Schön. Nicht genug Abfallverwertung. Wir schauen mal hier rein. Die Abfallverwertung ist auf grün. Und jetzt hapert es alles an der Produktionsgewerbeindustrie. Wir gucken mal, was wir hier machen können. Zack, zack. Die brauchen wir nicht mehr. Die können wir auch verticken. Führungskräfte können wir jetzt auch mal ein bisschen verticken. Genauso wie die. Und stattdessen holen wir uns mal ein bisschen Produktionsgewerbe ins Land. So. Wäre auch zu schön gewesen, wenn es schon da wäre. Muss ich kurz warten. Können nochmal gucken. Immer noch nicht. Wo bleibt denn das Produktionsgewerbe, das ich angefordert habe?
So, jetzt nochmal gucken. Das finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend. Aber wir sind immerhin schon bei 90%. Das kann jetzt nicht mehr lange dauern. Habe ich auf Abbrechen vielleicht geklickt? Produktionsgewerbe. Das hier heißt doch, dass ich es kaufen muss, oder? Ja doch, da bin ich ziemlich sicher. Na gut. Und weil es so schön ist und vor allen Dingen so schön ohne Abgase und so weiter, gibt es hier jetzt etwas Hightech-Industrie. Immerhin ist das die Land... Nee, das Lebensumfeld meine ich natürlich grün genug dafür. Und es gibt genug Spitzenkräfte in unmittelbarer Nähe, sodass es sich lohnt, hier etwas Hightech-Industrie anzusiedeln. Gut. Oder auch nicht, wir werden sehen, aber prinzipiell gut. Das ist krass. Also ich habe jetzt hier Hightech-Industrie eingekauft vorhin ohne Ende. Aber da tut sich nichts mehr. Ich finde, die Zahlen sagen auch nicht, dass die ankommt. Ich hätte gedacht, das geht jetzt viel weiter ins Negative. Naja, gut. So, dann haben wir nochmal Anwohnerstufe 2. Auch diese Gebäudetypen werden mir jetzt direkt aus der Hand gerissen. Was haben wir denn hier? Eine kleine Allee. Gut. Ja, bauen wir das mal. Und ihr seht, das dauert auch gleich wieder, bis er das fertig berechnet hat und so weiter und so fort. Und ich bin einigermaßen enttäuscht davon, dass er hier nichts platzieren konnte. Na gut, okay, verstehe. Mhm. Ist ja ziemlich großflächig zu uneben. So, was haben wir denn hier für ein Problem? Gar keins. Also Leute, benehmt euch. Gut, Dekorationen. Es soll auch hier nicht an Luxus mangeln. Und natürlich haben wir das hier auch. Und kommt hier in ein großer Marktplatz. Und etwas Grünzeugs, quasi Salat. Haben wir hier einfach einen Platz und hier einen modernen Platz, wenn wir da schon den Unterschied machen müssen. So, dann haben wir hier mal etwas Wald. So. Dann haben wir hier wieder einen Markt
Und hier auch. Die Straßen sind total verstopft. Ja, in dieser Phase des Spiels stört mich das nicht mehr. Millionen, liebe Freunde. Und die Sache hier ist online gegangen. Wer hätte denn das gedacht? Ich hätte gedacht, ich krieg dafür eine irgendeine Benachrichtigung. Plus 10 Kraftstofftoken. Dann machen wir doch jetzt nur noch Folgendes. Hier gehe ich mal auf 0 runter. Kraftstoff wird komplett vertickt. Ungelernte Arbeiter lassen wir bei uns in der Stadt. Das hier auch. Hier auch. Wir brauchen die ja schließlich auch bei uns. So, Schwerindustrie. Müsste ich einkaufen, okay. Wasser kaufe ich auch ein. Landwirtschaft müsste ich einkaufen. Strom nehmen wir ruhig ein zurück. Hightech-Industrie kann ich fertigen. Produktionsgewerbe muss ich auch nicht mehr so viele einkaufen. Da reicht das so. Büros müsste ich viele einkaufen. Und Tourismus vielleicht. Ich kaufe mal den Tourismus ein. Und mit den Büros gucken wir mal, ob wir da eine eigene Lösung finden. Tja, liebe Freunde, ich hätte gedacht, wir kriegen eine Benachrichtigung. War nämlich bei Phase 2 der ganzen Sache auch so. Tja, und ansonsten ist das jetzt das vollendete Großprojekt. Und es bringt ganze 10 Kraftstofftoken. Und dafür haben wir uns finanziell die letzten paar Runden ziemlich nackig gemacht. Sie haben Stufe 2, Handel mit Tourismus, erreicht. Na gut. Ich finde, es hätte wenigstens ein Achievement geben können in Steam. Macht das irgendwas? Ja, es macht Luftverschmutzung. Es verringert das Lebensumfeld, okay. Ist keine Sehenswürdigkeit. Macht dafür keinen Krach. Umweltverschmutzung, aber keine Autoabgase logischerweise. Ich möchte mal kurz gucken, ob hier was Krach macht. Man darf nicht vergessen, hier drinnen ist mitten im Gebiet ein, wie heißt das, Hubschrauberlandeplatz. Aber der scheint keinen Platz zu machen. Übrigens, Krach natürlich, übrigens hat das Spiel gerade bemerkt, dass ich mehr als 2 Millionen Einwohner habe. Wir gehen mal kurz gedanklich zurück. Ich habe seit Folge 40, glaube ich, mehr als 2 Millionen Einwohner. Insofern könnte es passieren, dass er das hier erst in Folge 60, 70 bemerkt. Wer weiß das schon? Ja, wir gucken mal noch, was wir so haben. Ne, die Symbole gerne brauchen wir nicht. Arbeitsplätze haben wir überall, freie Stellen. Haben wir keine. Gewinn, naja, ist halt so. Die Hotels sind halt hier alle angeschlagen. Ist halt zu sehr... Ja, bewohnt das Gebiet, um noch als Hotelgebiet durchzugehen. Tja. Es fließt einiges an Geld in die Stadt, das ist mir auch aufgefallen. Der Verkehr ist ganz dramatisch schlecht hier in den Ecken, das hatten wir schon immer. Das hier ist auch ein Engpass geworden. Es sind nicht so richtig dramatisch viele schlimme Sachen, obwohl hier die Auffahrten sind auch ziemlich eng. Okay. Die Reisezufriedenheit ist überall ziemlich schlecht, glaube ich. Die Buslinien sind ziemlich viele und zentral mittlerweile. Insofern, erstaunlich. Auch hier sind einige Linien ziemlich ausgelastet, wenn man sich das mal anguckt.
U-Bahn-Linien habe ich nur zwei. Ich weiß gar nicht warum. Das hat sich irgendwann mal abgerissen. Und der Nutzungsgrad ist auch mehr so, muss alles nicht sein. Haben wir wieder Tourismusflächen bekommen? Nee, haben wir nicht. Hier oben. Okay. Küstengebiet. Ja, da könnte ich überall bauen. Will ich aber jetzt nicht mehr. Ja, Leute, so ist das. Wir sind durch mit dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Like da. Hilft mir, freut mich und so weiter und so fort. Und wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt, bei der nächsten Folge von Let's Play Cities XXL. Bis dann, euer Nevis.